So, da bin ich wieder. Hab gerade einen Kaffee und ein Duplo bekommen. Das werde ich jetzt kurz essen. Hat eine kaputte Navigationsboje, okay. Aber da ist doch dann bestimmt super viel los, oder? Piratenmäßig. Und es ist super weit weg. Was ist das denn? Achso, nö, geht eigentlich. Das sieht immer so super weit aus, wenn die Karte da ewig hinscrollt. War ich da schon mal? Nie. Hat eine kaputte Navigationsboje. Du willst mich doch nur in eine Falle locken. Ohne Sicherheitskräfte kommen den Piraten, die ans Leder wollen. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Ich glaube, ich versuche mein Glück eher so hier in der Umgebung. Das ist halt das andere, ne? Wenn dann andere Piraten kommen. Ich meine, stören tut es ja nicht so, weil die rotzen wir dann schon weg. Aber andererseits könnten wir natürlich auch ein Pirat sein, der andere Piraten überfällt. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Bereit zum Sprung. Das wäre eigentlich eine Idee. Dann haben wir keinen Stress mit den Sicherheitskräften. Ah, apropos Sicherheitskräfte. Ich muss das hier irgendwo. War das so? Ja. Nee, das war nicht. Doch, irgendwo hier war das. So. Aus? Nee. Aus war ja richtig. Wieso war das schon aus? Wahrscheinlich, weil ich berüchtigt bin. Bitte warten. Wieso bitte warten jetzt? An. Nein. Ich will das aushaben. Ich will Verbrechen gegen mich nicht anzeigen. Es hilft mir nämlich nicht, wenn Polizei kommt. Das ist eher schlecht. Für mich. Kontakte? Gibt's hier irgendwas? Keine Schilde. Und er ist weg. Ein Zugwolkenscanner könnte man natürlich auch noch haben. Habe ich jetzt aber nicht dabei. Falls die Beute flüchtet. Rohstoffabbaustandort. Das hat viel. Na, das hat Polizei gewonnen, ne? Wenn wir Pech haben. Ich weiß nicht. Hier ist mir zu wenig los. Geringe Energie heißt, dass er an der Stelle rausgetroppt ist. Das heißt, du kannst an der Stelle auch raustroppen. Achso. Oh, hier ist unser Warte-Mann. Das sind ein paar Schiffe jetzt. Der ist sauber. Und ein Experte. Das ist bestimmt ein Kopfgeld hier. Ist einiges unterwegs. Ja. Ein K3. Schild der Gerechtigkeit schon wieder. Ein Edda. Vielleicht der.
sollen wir es mit dem probieren? Ist natürlich viel Polizei gerade da. Das könnte sein, dass die sofort mit reinspringen. Das passt laut. Weißt du was, wir holen uns mal den Edda, wenn wir ihn erwischen. Was will er denn? Der haut uns ab. Ich glaube, der haut uns ab. Wir hängen hier irgendwie an irgendwas. Irgendwo ist hier ein Planet, den ich nicht gesehen habe. Ich komme nicht weg. Oh, läuft richtig gut. Dann fliegen wir nochmal dahinter. Der hat halt auch nicht viel Zeug dabei, ne? Die Panzeretta ist das. Oh, gesucht. Ja, super, dann haben wir auch keinen Stress. Hinter das Ziel geraten. Die Panzeretta kommt auf uns zu. Oder eigentlich Panzerella. Nicht Panzerella, sondern Panzerella. So. Schon wieder weg. Gering. Kann ich hier auch ausdrucken, warte. Okay, nein, zu schnell. Gucken wir mal. Schauen wir mal, ob wir sie erwischen. Na, komm. Vielleicht hat die auch wieder Ohrenkneifer dabei. Ich glaube ehrlich gesagt, Piraten haben interessantere Sachen dabei. Also gesuchte Leute. So ist sie hier. Panzerella. Hier ist ein Carrier. Oh, schade. Das ist nicht da. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. 3, 2, 1, Sprung. Funktioniert doch nicht so einfach, wie ich dachte. Ja, theoretisch hätte das eigentlich funktionieren können, ne? Aber vielleicht nicht immer. Vielleicht war die auch schon wieder weg. Können wir noch ein paar Mal probieren. Ich wusste, dass ich dich und deine leckere Fracht bald finden würde. Erik Petersen. Erik? Bist du ein Hauler? Erik? Ich glaube, Erik übernimmt sich gerade ein bisschen. Nee, das ist Esther. Entschuldigung. Hab euch verwechselt. Bist du ein Erik? Da ist Erik. Die Cobra im Kaffee? Hallo Erik. Aber er übernimmt sich glaube ich auch. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und er will hinter mich. Na dann, lassen wir uns mal rausziehen. Das ist natürlich praktisch, wenn man ein Fach dabei hat. Da kommen die Leute zu einem. Und man muss gar nicht... Man muss gar nichts machen. Außer vielleicht den Fach und den Jäger mal absetzen. Damit der mitlevelt. So. Ich würde ihn trotzdem nochmal scannen, meinen Frachtscanner. Oh.
Ich glaube, mein Fighter macht den kaputt, bevor wir den spawnen. Bleib jetzt hier. So, und dann brauchen wir die. Was? Er hat wieder Schild? Was soll das denn? Nein! Habe ich jetzt was gekriegt hier? Oh nein. Verdammt. Okay, Jäger einsetzen ist dumm. Wenn man die Fracht will, der macht den einfach zu schnell fertig. Machen wir es nächstes Mal nicht. Man lernt ja. Ups, hab ich gerade das Ding ausgelegt, ja. Ja, Cobra Neuling, die gehen natürlich sofort kaputt, ja, hast recht. Der hat leider. Aber unser Pilot ist halt auch schon super gut. Nee, ist nicht, aber er ist kompetent. Immerhin. Kann man sich nicht beschweren. Die Mats sind noch besser als Fracht. Meinst du? War da gutes Zeug dabei? Diese Ohrenlarven, ich weiß nicht, ob ich die lange in meinem Schiff haben will. Das ist so ein bisschen. So ein bisschen Alien-Feeling. Nicht, dass die ausbrechen. Und dann fressen die sich so ins Cockpit rein und fressen sich in meinen Helm rein. Hm. Ich weiß. Wie lange sind wir eigentlich noch berüchtigt? Es wäre schön, wenn da irgendwie so eine Ablaufzeit dastehen würde. Und die steht, glaube ich. Aber da steht die hier. Ja, steht das hier? Nee. Nee. Okay. Früher stand das da, glaube ich, ja. Ich meine, das stand da. Eingefahren. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Zum Sprung. Die Dame sollte ich loswerden, bevor ich schlafen gehe. Ja, ich glaube. Ein Punkt für 2 Stunden Spielzeit. Okay. Uff, dann werden wir das wahrscheinlich diese Runde gar nicht schaffen, wieder auf Null zu kommen. So, warum suche ich eigentlich immer in der Navigation? Ja. Kontakte. Als Pirat ist man eigentlich schon sehr kontaktfreudig, oder? In gewisser Hinsicht, würde ich sagen. Nichts für schüchterne Leute. Ein Ring. Dann ist er nicht erforscht. Wie bekommst du jetzt auch Lust, Pirat zu werden? Echt? Also ich finde es gerade noch nicht so überragend, muss ich sagen. Also es macht schon Spaß, aber irgendwie so richtig erfolgreich bin ich noch nicht. Da ist der Ring, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ah, oh, da ist ein Schiff.
Ein Imperial Clipper. Oh, perfekt, oder? Sind das nicht die mit den viel Fracht? Und gesucht ist auch noch. Du musst eben die dicken Frachtschiffe finden. Ja, wenn es sowas gäbe, ne? Das wäre schön. Clipper können kämpfen. Ach, Clipper waren die, die kämpfen können. Na, schauen wir mal. Der jagt wahrscheinlich eh wieder uns. Das wird ganz einfach. Hui. Nee, der fliegt nur vorbei. Fuck. Komm her. So. Komm mal her, du. Die kriegen wir schon. Ups. Experte war, glaube ich, noch im Rahmen des Möglichen. Wenn ich mich richtig erinnere. Eventuell brauchen wir hier unseren Fighter, aber ich will erstmal den Frachtraum nutzen. Ah, das klappt schon. Ah, die machen immer mit schon. Da ist er schon. Er scannt mich natürlich auch. Der ballert gleich wetten. Der hat's ein bisschen mehr drauf. Ja, was hast du denn dabei? Hä? Ist geil, wenn sich zwei Piraten. Hallo, guten Tag! Ich glaube. Ich glaube, wir haben ein interessantes Gespräch gleich. Was? Willst du. Was? Das geht auch ohne. Das geht auch ohne, dass die Schilde weg sind, oder was? Was soll das denn? Aha, siehst du mal. Das kann ich nämlich auch. Ich glaube, ich brauche meinen Fighter, ne? Der ist eine harte Nuss. Energie auf die Waffe. Ah, ich brauche meinen Fighter doch nicht. Ah, ich könnte vielleicht doch aus. Jetzt was. Nutzen wir das kurz. Bisschen Unterstützung kann jetzt nicht schaden. So. So. Wie wir uns gegenseitig die ganze Zeit die Fracht klauen. Wir haben nicht mehr so viele Drohnen, ich brauche noch was zum Sammeln. Ah, sehr gut, er hat auch. Perfekt. Dann. Oder sollen wir noch zurück? Ach komm, wir machen noch kaputt. Wenn wir noch erwischen. Ich glaube, er ist weg. Ja, er ist weg. Nein! Unser Jäger hat ihn noch erwischt. Geil. Okay. Hui, das wäre ja witzig. So, was fliegt denn hier alles rum? Oh, Supraleiter. Super weit weg. Alles total verstreut hier. Bisschen doof. So, brauchen wir unseren Sammelding.
Darf ich mich nicht ablenken lassen gerade? Meins, nein, meins, nein, meins, ja, so war das jetzt. Jetzt gegenseitig die Fracht rausschmeißen. Fliegt ihr echt jetzt auf Fracht von mir rum eigentlich? Diese Würmer, fliegen die hier rum? Nee, das hat nicht geklappt, ne? Er hat das nicht geschafft. An unsere Fracht kam er nicht ran. Ich glaube, das ist doch, weil die Schilde aktiv waren. Er hat das nur versucht. So. Hier mal langsam durch die Gegend und sammle so viel ein wie möglich. Ich finde es echt schade, dass die Sachen verfallen, muss ich sagen. Es ist nämlich schwierig, die alle einzusammeln auf die Schnelle, wenn die so verstreut sind. Du brauchst mehr Sammler, willst du sagen? Ja, das könnte sein. Aber das wird. Das ist schwierig mit meinen Modulen. Ich weiß gar nicht, wo ich noch das hinpacke. So. Ich sammle mal manuell ein bisschen mit. Dass die Drohne hinterherkommt. So. Haben eigentlich Megaschiffe auch Frachtraum? Jetzt hat die Drohne mein Ziel weggeschnappt, ne? Sehr schön. Uran ist da hinten, das ist jetzt nicht so. Diese Supraleiter waren, glaube ich, nicht schlecht. Meinst du Carrier? Nee, ich meinte eigentlich die NPC-Schiffe. Weil ein Spieler-Carrier wird man wohl kaum überfallen können. Bei den NPC-Schiffen weiß ich es nicht. Frachtraum haben die. Oh, das ist schlecht, ne? So, komm, Drohne. Hier vorne sind noch drei so Dinger. Was bringen die denn eigentlich? Supraleiter? 6000, na ja. Ist auch nicht so der Hammer. Ups. Was? Warum? Ich hab das doch. Ich war doch noch perfekt. Im Anflug gerade. Das geht auch gleich kaputt da vorne. Komm. Drohne, Drohne, schnappst dir, Drohne,
ohne Schnaps dir. Man kann nicht sagen, dass es nicht spannend ist hier. Dann irgendwas. Das schaffen wir vielleicht noch. Im Moment, das ist 4 Kilometer weg. Ja, das ist auch nicht viel hier. Oh. Okay, wir probieren es mit dem da oben. So. Es klappt nicht. Okay. Versuch was wert. So, wie viel haben wir jetzt gekriegt? 7 Supraleiter und 1 Uran. Wow. Die Megaschiffe haben gelegentlich auch Frachtluken, die man öffnen kann. Die es mögen die aber nicht. Hm. Verstehe ich gar nicht. Die Python. Als Pirat. Hm. Die ist halt nicht so schnell. Wir haben eh nur noch 10 Drohnen. Ich glaube, wir fliegen mal eben rauf. Bereit zum Sprung. 4, 3, 2, 1, Sprung. Das System hier ist eh nicht optimal. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn wir einfach sagen. Wir fliegen einfach mal zurück nach Smitey. Werden da unsere Fracht los. Man hatte schon hier. Warte mal kurz. In Smitey gab es aber schon einen Schwarzmarkt, ne? Bereit zum Sprung. Na, na, lass mich doch. Bevor ich jetzt dahin fliege und. Gab es hier einen Schwarzmarkt? Interstellar Faktor. Ah, nein. Gab's hier nicht. Wir müssen dahin. Deswegen war ich da letztes Mal. Jetzt weiß ich's wieder. Wir müssen hier hin. Und da gab's einen Schwarzmarkt, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Schwarzmarkt, genau. Ausgesetzt. Na toll, wieso ausgesetzt? Der letztes Mal gab's ihn noch. Oh Mann. Wieso ist der ausgesetzt? Was ist denn das? Frechheit. Wo krieg ich denn jetzt. Wo will ich denn jetzt mein Zeug los? Mensch. Muss ich jetzt noch einen Schwarzmarkt suchen? Eieiei. Stationen Schwarzmarkt. Moment, ich suche mal eben auf Inara. Auf einem Planeten gäb's. Oder wir fliegen einfach hier in dem System zum Schwarzmarkt. Kann man natürlich auch machen, oder? Bei der Station hier. Gibt es angeblich einen Schwarzmarkt, wenn ich sie finde da. Wir müssen uns nur reinschleichen, das geht schon. So. Die Python hat einen 6er Slot mehr, das macht was aus. Ja, ich glaube, dadurch, dass sie so langsam ist, also im Verhältnis,
Ist es damit relativ gefährlich, ein Pirat zu sein? Hallo, Type 7 Transporter. Guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Ich bin der Pirat Ihres Vertrauens. Zeigt er mich einfach an, bloß weil ich ihn rausziehe? Komm. Komm her, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, wenn dieses Team gehört. Komm her. Ja, komm her. Lass die scannen. Was hat er genug? Ich hab's nicht gelesen. Was hat er genug? Er hat irgendwie gejammert, er hat schon genug mit irgendwas. Drogen. Ich will ein paar Drogen. Gib mal her. Gib mal. Ja. Gib mal die Drogen. Gibst du mal? Gibst du mir her? Kopfgeld verhängt. Boah, der hat aber Schilde, meine Fresse. Wehrt er sich? Oi, der wehrt sich. Der ist ja mutig. So, jetzt ziehen wir mal auf seinen Antrieb. Und zwar mit unseren Schwarmraketen. Oh, das haben wir nicht gut gemacht. Mal schauen, ob wir den lahmlegen können. Prozent hat sein Antrieb noch. Ja. Gut ist er ja nicht, ne? Er weiß schon, was wir vorhaben. Prozent, okay, warte mal. Ja, jetzt nehmen wir mal wieder unsere Ladenöffner. Ah. Was ist das? Oh, er ist abgehauen. Okay. Shit. Ah, okay. So funktioniert das nicht. Ich dachte, ich kann seinen Antrieb vielleicht deaktivieren, dann kommt er nicht mehr weg. Bisschen was haben wir gekriegt. Ein paar Drogen haben wir. Hey Commander Connor, grüß dich. Du findest den Spendenaufruf sehr gut dazu und das freut mich. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Ich habe mir gedacht, das kann man mal machen, ne? Wenn man was übrig hat, kann man ja irgendwie anderen Leuten helfen. So, ups. Frachtreifer wollen wir offen lassen. Ach, die Python ist nur 35 Meter pro Sekunde langsamer. Ich hätte eigentlich gedacht, die ist viel langsamer. A6 Schubdüsen. Haben wir nicht auch A6 Schubdüsen drin? Doch, Hammer. Genau.
Wenn die Python voll ist, naja, wenn man voll ist, muss man eh was abziehen, ist schon klar. Aber dann hat man ja auch mehr Beute gemacht. Ich hätte natürlich schon Platz, ne? Also eine Python. Die Sache ist ja, die Python kann halt diesen Jäger nicht mitnehmen. Und wenn ich den hier rausschmeiße, dann wäre das Ganze auch kein Thema. Wenn ich auf den Jäger verzichten würde und wenn ich auf unser Landungsfahrzeug verzüchten vor allem. Ich verzüchte das. Und dann kriegen wir eine Mutation. Nee, wenn ich darauf verzichten würde, dann wäre das auch kein Thema. Aber ich bin halt so unschlüssig immer, dass ich für alles vorbereitet sein will. Eine 5er Sammeldrohnensteuerung würde ich so schon empfehlen. Ja, dafür müsste ich halt den Jäger ausbauen. Polizei greift ein. Da oben kam gerade eine Nachricht, Polizeieinheiten. Aber noch sehe ich hier keinen. Oh doch, da. Oh, ich bin weg. Frachtreifer einfahren vielleicht. Da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Hoppla. Die habe ich gar nicht kommen sehen. Tschüss. Geht hier eben viel an Beute verloren. Ja. Ja, was haben wir denn hier jetzt abgesagt? Eigentlich die Drogen, ne? Oh, Drogen sind nicht schlecht. Drogen sind bis jetzt die beste Beute, die wir hatten. Ist, glaube ich, nicht die beste Beute, die es gibt, aber wir hatten jetzt gerade bisher bringen uns Drogen am meisten. Aber Drogen sind nicht gut. Muss man dazu sagen, Drogen sind nicht gut. Keine Drogen nehmen. Ne, wir verkaufen die auch nur, damit die da vernichtet werden. Körper brauche ich, muss ich dran denken. So. Lande raus. Ah, hier scheint uns niemand scannen zu wollen. Ich gehe trotzdem mal. Schleichfahrt und ich bin falsch. Ups, ich wollte Fahrwerk rausfahren. So. Fahrwerk ausgefahren. Die bemerken gar nicht, dass wir hier einloggen. Psst. Ja, nicht chatten jetzt. Das hören die doch. Scan festgestellt. Da wollte er uns noch scannen, Sack. So, Kontakte. Schwarzmarkt. Hauen wir mal die Sachen raus, ne? Drogen.
Das lohnt sich so überhaupt nicht. Und die Ohrenlarven können wir hier nicht verkaufen. Doch, kann man auch verkaufen. Damit. Okay. Interstellar Faktor gibt's hier auch? Aha, nee. Berüchtigt wird es aktuell zu hoch. Ist er noch gestiegen? Nö, ist noch auf 3. Okay. Geht der überhaupt auf über 3? Verwaltungskontakt? Ich könnte mich natürlich stellen. Aber dann werden wir wieder in eine Strafanstalt überführt. Und werden nur 500 Credits los. Das. Aber das können wir machen. Also das Kopfgeld hat bis jetzt immer mehr reingebracht als das Piratendasein. Wir könnten kurz gucken, warte. Ach nee, können wir nicht. Anonymer Zugriff, okay. Wir können auch nicht reparieren, weil wir nicht sein dürfen. Wir dürfen auch keine Drohnen oder so mitnehmen, das ist natürlich schlecht. Dann müssen wir doch erst noch in ein anderes System. Weil mit 8 Wohnen kommen wir nicht so weit. Schade. Ich dachte, ich könnte hier wenigstens. Ja, gut, okay. Komm, wir fliegen doch mal darüber. Das MIT, die dürfen ja nicht. Die dürfen uns ja mögen, da dürfte ja nichts sein. Wir fliegen mal zu denen hin. So. Da, da. Los geht's. Hätte man nicht gleich machen können, aber ich wusste nicht, dass man hier. Ach nee, Schwarzmacht haben wir ja gebraucht, deswegen. Wir hätten eh hierher fliegen müssen. Schiff freigesetzt. Antriebe aktiviert. Der geht bis 10. Den Anschluss gerade verpasst, glaube ich. Was meinst du? Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Wer geht bis 10? Ach, der berüchtigt wird. Okay. Ach krass, dann sind wir ja noch eine kleine Nummer. Das lohnt sich ja noch gar nicht. 4, 3, 2, 1. Wir könnten natürlich auch den Treibstoffsammler ausbauen, obwohl der nur Klasse 3 ist. Den brauchen wir eigentlich auch nicht gerade. Dann könnte man die Drohnen ein bisschen umbauen. Treibstoffsammler deaktiviert. Ich bin trotzdem nicht so ganz überzeugt von der Razzopiraten.
Und du könntest sonst spielen. Warum schlägst du das immer vor? Warum schlägst du immer vor, dass ich Spiele ausrauben soll? Das ist gemein. Immer. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ja, immer ist übertrieben, aber. Weißt du, das erste, was du sagst, du kommst in den Chat und dann. Ey, gehst du heute Spiele ausrauben? Hast recht. Aber. Weißt du, wenn ich Spiele ausraube, das funktioniert beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal vielleicht. Und dann kommt der erste, den ich ausgeraubt habe, der kommt dann mit seiner Anaconda angeschossen oder mit seiner Federal Corvette. Weil die meisten Spieler einfach viel mehr Kohle haben als ich und schon viel weiter sind. Und dann habe ich überhaupt keinen Spaß mehr. Dann werde ich einfach nur noch. Dann bin ich einfach nur noch das Opfer. Daran ist NPCs kaum was Wertvolles dabei. Ja, ich glaube, wir machen das wirklich so. Wir werden uns jetzt auf Piraten spezialisieren. Wir überfallen jetzt Piraten, die vorher andere Leute überfallen haben. Das macht es uns nämlich einfacher, an wertvolle Sachen ranzukommen. Und wir verdienen nebenher Kopfgelder. Ich glaube, das macht so mehr Sinn, als jetzt Händler zu befragen. NPC-Händler. Man darf dann natürlich trotzdem nicht so in dem Bereich sein, wo viel Polizei ist, weil wir wollen den Piraten ja ihre illegale Fracht abluchsen und die wird ja dann illegal bleiben. Oh ja, reparieren, ne? Das Reparieren hat jetzt schon mehr gekostet. Naja, nicht ganz, aber es hat einen hohen Prozentsatz dessen ausgemacht, was wir verdient haben mit unserem Piratenquatschzeug. Hier haben wir nichts mehr. Man könnte natürlich auch. Oh, Bedrohungsstufe 6 ist vielleicht ein bisschen. Da übernehmen wir uns vielleicht ein bisschen. Sechs Bier. Von Edward Mox Moonsteel. So was würde theoretisch gehen, ne? In Puntin ist der. So was können wir machen. Das können wir mal ausprobieren. Stufe 6. Was sind denn das für Händler, bitte, die nicht da was klauen? Die sind ja. Warte mal.
Hier, das ist ja das Bedrohungsstufe 1. Das würde ich mal machen und gucken, was wie so eine Mission da abläuft. Riders of the Void. Okay, komm. Das nehmen wir jetzt mal an. So. Aber das machen wir gleich. Weil ich muss erstmal kurz wohin. Bis gleich.